Jetzt einfach mal kurz eine Runde Skywars nebenbei. Achtet nicht aufs Gameplay und ohne mit Facecam und HPPO, aber keine krasse Qualität, denn das Video möchte ich gleich noch hochladen schnell. Denn ich habe gerade noch das Video von Conquafter gesehen, wo er sein Statement macht. Ne? Heute war ja Varo, ein interessanter Varo-Tag war heute. Und er hat noch ein Statement-Video hochgeladen. Ne? Er sagt zwar selber in seinem Video, wie gesagt, er sagt in seinem Video, dass er Spaß haben wollte, ihm das PvP überhaupt nicht wichtig ist und. Und dass er, wie gesagt, dass ihm das egal ist, dass er tot ist. Ne, macht man auch natürlich dann ein Statement-Video, ist ja kein Ding. Ne? Aber ihm das Seine, wie er auch im Video gesagt hat. Ich verstehe halt nur nicht, wie er uns darstellt. Meine Zuschauer, die verstehen unsere Sichtweise. Die haben verstanden, was abgegangen ist. Aber er hat halt eine deutlich größere Reichweite. Es kamen auch viele neue Zuschauer dazu damit. Willkommen, hey. Aber er hat halt eine krasse Reichweite. Und bin eine Ari, die liebste Person auf der Welt, die eine total tolle Community hat, mit total netten Menschen, nichts Schlimmes gemacht hat, nichts Böses, alles richtig gemacht hat und dann von einem YouTuber, der über 1 Million Abonnenten hat, komm auf einem Kanal, wo vielleicht 50.000 Abonnenten sind, 5.000 Kommentare mit Beleidigungen. Was stimmt nicht da? Was stimmt nicht mit den Leuten? Und ganz ehrlich, wenn ich ein YouTuber bin, der egal wie viele Abonnenten hat, ich sag meiner Community, stopp, das geht nicht. Ich kann doch nicht einfach den Leuten das so sagen oder zulassen. Klar, man kann die nicht kontrollieren. Man kann auch nicht zum Beispiel auch bei mir selber. Ich wurde ja auch auf Übelste beleidigt. Ist ja kein Ding. Wenn man den YouTuber liebt, dann will man den ja auch unbedingt verteidigen. Wer kennt das nicht, dass man auf, zum Beispiel jetzt in der Öffentlichkeit, wer kennt das nicht, dass man einfach für fremde Personen, die man nicht kennt im realen Leben, andere Personen, die man ebenfalls überhaupt nicht kennt, beleidigen geht, ist ja kein Ding. Mache ich auch jeden Tag. Aber das verstehe ich nicht, dass man dann nicht mal sagt, ey, das ist überhaupt nicht cool, wenn ihr jetzt irgendwie beleidigen geht oder so oder sonst was. Das ist halt einfach uncool. Vor allem, wenn man unsere Sichtweisen überhaupt nicht versteht. Was viele Leute halt nicht verstehen wollen, irgendwie, habe ich das Gefühl. Egal, wie viel man da erzählt oder erklärt hat, die Leute waren halt so nach dem Motto, wenn Person X sagt, die Erde ist dreieckig, dann ist die Erde dreieckig, egal, was du jetzt sagst. Ist halt einfach so, ne? Und das finde ich halt schade. Denn, wie gesagt, Ari war vollkommen, hat alles richtig, alles legitim gemacht. Und trotzdem wurde sie geflamed von irgendwelchen Leuten, weil er halt am Anfang uns halt so dargestellt hat. So kam es zumindest für mich rüber in seiner normalen Folge, dass wir beide einen Strike bekommen hätten, beide einen Fehler gemacht haben, was überhaupt nicht gestimmt hat. Und er das aber nicht korrigiert hat. Er irgendwie ein extra Video gemacht hat, ein Statement-Video, wie er das ja eben hochgeladen hat, ne? Wo er halt sagt, er ist ja nur Spaß drin, pipapo, ihm ist das nicht wichtig, dass er jetzt gestorben ist und so, ne? Ist ja kein Ding. Aber er stellt uns halt in dem Moment aber auch so dar, dass unser Lebensinhalt in diesem Projekt war, ihn zu töten. Dass er unser Mittelpunkt ist, dass alles, dass wir es auf ihn abgesehen haben und alles wegen ihm. Es hätte YouTuber XY sein können. Es ist uns scheißegal, welcher YouTuber da jetzt in dem Moment war. Ich weiß auch nicht, wie er denkt, dass ausgerechnet er jetzt unser Opfer war. Wir haben nichts gegen ihn. Und in Varo 2 habe ich ihn mit der Faust geschlagen. Ja, weil man Leute mit töten muss. Es ist ein fucking PvP-Projekt. Tut mir leid. Also, es geht nicht in meinen Kopf rein. Und so viele Rechtschreibfehler, wie ich heute in meinen Videos lesen musste, in den Kommentaren von Leuten, die geschrieben haben, ich wäre fett. Weiß ich nicht. Nein, danke fürs Aufmerksam machen, Mann. Meine Fresse. Ich glaube, die Leute sind kernbehindert. Boah. Das regt mich einfach auf. So, und jetzt nochmal zu unserer verdammten Sichtweise. Für Leute, die es einfach nicht verstehen wollten, ja. Es hätte jeder YouTuber sein können. Folge 1. Wir sind rumgelaufen. Wir sind in eine Höhle gekommen und haben zwei YouTuber gesehen. Es waren Conquafter und Quarncrafter. Entschuldigung, dass wir dann in dem PvP-Projekt dachten, gehen wir auf die zwei drauf. Nur das nächste Mal gehen wir weg und machen damit einen Regelverstoß. Denn es ist verboten, nicht in den Kampf zu gehen, wenn der Kampf da sein kann. Es ist verboten, man muss dann in den Kampf gehen. Nummer 1. So, zweite Folge. Wir wussten, die beiden sind da.
Oh, PvP-Projekt, ha? Töten wir die dann, weil wir haben jetzt eine Folge mehr. Dann holen wir ein bisschen Eisen, loggen uns in der Nähe aus. Folge 3. Die beiden loggen sich ein, wir loggen uns hinterher, weil wir dachten, hey, dann können wir die ja jetzt töten, wo wir uns vorbereitet haben auf den Kampf und so. Ist doch eine super interessante Sache in dem PvP-Projekt. So, die sind uns dann entkommen. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen für uns, ne? Dann dachten wir, ja, dann ihre Koordinaten wurden gepostet, Folge 4. Dann dachten wir uns, wir können ja jetzt zu den Koordinaten gehen, gucken, was dann abgeht. Wir dachten uns aber in dem Moment schon, ja, wir gehen dann einfach farmen. Denn wir müssen ja selber noch equip farmen, uns ist das ja völlig egal, ob wir da jetzt wen finden oder nicht. Wir sind dann dahin gegangen mit der Einstellung, die werden eh nicht mehr da sein. Wir rennen dahin. Quankoff, das steht 1 Meter vor mir. Ich muss dann halt in den Kampf gehen, es ist halt so. Und dann bin ich da hinterher. Es war halt einfach ein Zufall, dass jetzt dann genau vor mir Quankoff da stand. Folge 4. Und dann so waren wir wieder bei denen. Folge 5. Wir haben beim Mieden. Ari hat gemient, Diamanten gesucht, hat deren Gang von Quankoff da gefunden, wo er sich lang gebuddelt hat. Folge 5. Und natürlich buddel ich mich dann den Gang weiter. Dann haben wir den Gang gesehen, hier muss er sich ausgeloggt haben. Hey, dann warten wir doch hier auf ihn einfach für die nächste Folge. Vielleicht kommen wir dann endlich mal in einem Kampf nach 5 Folgen. Wenn wir jetzt schon 5 Folgen investiert haben, weil wir gerne kämpfen möchten in dem PvP-Projekt. Hey, warum nicht? Das hätte jeder YouTuber sein können. Jeder. Wir wussten nicht mal in dem Moment, ob wirklich dort Karan-Quafter oder Con-Quafter stand. Wir wussten nicht, ob da überhaupt ein YouTuber stand. Es hätte einfach jeder sein können. Und dass er dann halt so uns dargestellt hat, dass wir es auf ihn, nur ihn abgesehen haben, finde ich halt ein bisschen gemein, dass man unsere Sicht so komplett ignoriert. Ich weiß nicht, er versteht halt unsere Sicht, glaube ich, nicht in der Hinsicht. Oder wir haben auch nicht geredet, ne? Sage ich mal so. Jeder hat auch seine Ansichten. Vielleicht kam es auch genauso, wie ihr es erzählt habt, für ihn rüber. Das kann ja sein. Trotzdem möchte ich einfach mal erzählt haben, wie das für uns dann halt ist. Das ist einfach eine ganz normale Sache. Und dann wurde ich halt gekickt, Ari wurde fast gekickt und das hat er ja selber auch erzählt, dass dann Ari ihn getötet hat, weil er auf einmal vor ihr stand. Das Ding ist, wie gesagt, gleiche Varo-Regel, es muss ein Kampf stattfinden, sie darf ihn nicht verschonen. Dann ist sie ja draufgegangen, 1 gegen 1 hat ihr dann halt von hinten getötet, weil er dachte, sie ist nicht da und wenn sie dann auf ihn einschlägt, ist halt so. Sie kann, was soll sie machen? Warten, bis er sich umdreht? Und dann noch am besten schreiben, hey, lass mal oben treffen. Es ist Varo. Nur mal so. Keine Ahnung. Und das sind Sachen, die habe ich nicht verstanden in dem Moment. Ach Mann. Und das müssen doch auch die Zuschauer verstehen, dass das alles ganz normal und legitim war. Und einfach nur oft auch ein Zufall. Und wir nicht mit Absicht die getargetet haben. Aber wenn wir schon mal bei einem Gegner sind, einen Gegner sehen und wir kämpfen wollen, gehen wir natürlich auf den Gegner weiterhin. Und es ist uns wirklich auch egal, welcher YouTuber es ist. Mann. So, und dann, als Ari dann, wie gesagt, in dem Moment, ja, wo Ari dann alleine da stand und ich rausgeflogen bin. So, wir hatten beide unsere vorproduzierte Folge. Wir hatten ja 3 dann in dem Moment vorproduziert. Beziehungsweise, sie war noch in der 3., also alles legitim. So, man darf aber nicht mehr als 4 machen. So. Wir hatten schon unsere Videos hochgeladen. Wir hätten nur einen Knopf drücken müssen. Und dann wäre sie sofort öffentlich gewesen, die Folge. Aber ich habe vergessen, ich habe es wirklich vergessen, die Folge vorher auf öffentlich zu schalten. So. Es ist halt einfach dumm gewesen von mir. Und dann bin ich halt einfach sofort aus Panikreaktion hinterhergejoint wieder. Weil ich dachte, scheiße, sie steht jetzt alleine in dem Raum, wahrscheinlich mit Conquafter und Krankwafter, ich kann nicht mehr reden. Und dann bin ich einfach aus Angst, weil ich dachte, sie verreckt jetzt vielleicht einfach so aus Reflex dann direkt wieder hinterhergejoint. Das ist ganz normale menschliches Verhalten. So. Und dann in der Folge meinte halt Krankwafter zu mir, jo, du hast ja eine Folge noch nicht hochgeladen. Und dann dachte ich mir, scheiße, er hat recht. Und habe sie in der Folge schnell auf öffentlich geschaltet und dann gesagt, ja. Also habe ich halt im Chat da geschrieben und so, habe ich noch auf öffentlich geschaltet. Was dann in dem Moment stimmte, weil ich es in der Folge gemacht habe und nicht vorher. Aber ich habe es halt einfach gesagt, weil ich dumm bin. Und man in dem Moment, weil ich einfach Panik hatte und dachte, oh scheiße, jetzt wird man, jetzt kommt es 100% so rüber, dass ich mit Absicht nochmal drauf gejoint bin.
um ihn unbedingt zu töten, um beide oder was weiß ich, um irgendwen unbedingt zu töten, weil ich unbedingt einen Kill will, was ich auch wollte. Natürlich will ich einen verdammten Kill in dem Projekt, ne? Aber in dem Moment war es einfach aus Angst, dass Ari stirbt, bin ich einfach nachgejoint, um ihr zu helfen. Das ist ganz normale Sache. Und dass ich dann halt gelogen habe, war meine eigene Dummheit, weil ich einfach total falsch reagiert habe, weil ich in dem Moment, wie gesagt, diese Panik in mir hatte. So, und wie gesagt, ich habe das danach alles selber verbockt. Ich habe gelogen, damit ist ganz klar ein Projektausschluss drinne, weil wenn man lügt, dann möchte man natürlich einen Strike verheimlichen. So. Und das wollte ich in dem Moment auch wahrscheinlich, weil ich habe einfach direkt gelogen, weil ich dachte im Gedächtnis, scheiße, jetzt kommt es alles falsch rüber, jetzt kommt es so rüber, dass ich nachgejoint bin, um ihn unbedingt zu töten. Und das hätte auch eine harte Strafe gegeben und dann habe ich gelogen und das ist genauso eine harte Strafe, natürlich. Aber ich habe in dem Moment nicht weiter als 10 gedacht und ich habe auch schon gesagt, mein ganzes Verhalten in dem Moment tut mir ultra leid. Es war einfach nur Stress. Panik, was machst du jetzt? Du musst reagieren, du hast keine Zeit, um groß nachzudenken, du musst was machen. So, und das war es einfach. Das war auch jetzt die Erklärung, sowas aus meiner Sichtweise, sowas aus Aris Sichtweise, wollte ich einfach nur nochmal meine Sichtweise, Aris Sichtweise, sie hat eine eigene Sichtweise, erzähl sie auch nochmal in einem Video, wollte ich einfach nur mal erzählt haben. So, Punkt. Das war's. Das war die Sichtweise. Warum ich so scheiß Haare habe? Ich war bei Friendly Fire, bei einer verdammten Wohltätigkeitsveranstaltung, wo wir 300.000 Euro eingenommen haben, um dem Tierheim zu helfen, um Leuten, den armen Menschen zu helfen, um Tieren zu helfen. Ja? Deswegen habe ich diese scheiß Haare abrasiert bekommen. Nur mal nochmal als Info an die Leute, die sich fragen, die ganze Zeit in den Kommentaren, warum ich so eine scheiß Frisur habe und es immer wieder schreiben mussten. Ha! Ich bin einfach richtig... Es regt mich einfach auf, wenn man einfach unsere Sichtweise, meine Sichtweise, komplett ignoriert und dann, keine Ahnung, was weiß ich, die Leute so sonst was schreiben, beleidigen, sagen. So. Punkt. Entweder verstehen meine Zuschauer, die verstehen mich und Ari. Und die werden auch weiterhin. Dafür auch danke, dass ihr auch so ruhig geblieben seid und geschrieben habt. Und es gab auch so viele Zuschauer von ConCrafter, die selber eingesehen haben und geschrieben haben, hey, haten ist unnötig, haten ist scheiße, sein Kill war legitim. Nur was Mr. Morgan im Namen nachgemacht hat, ist seine Dummheit. Ist doch sein Ding. So, da gab es auch sehr viele von, aber der größte Teil war leider einfach nur Leute, die geflammt haben, beleidigt haben und das aufs Übelste. Und das muss nicht sein. Ich schicke auch nicht meine Abonnenten los und sage, ja, was er gemacht hat, war scheiße. Das war richtig scheiße. Also, das macht mich so enttäuscht. Und dann gehen die... Auch wenn ich jetzt nicht sage, ja, geht haten, aber wenn ich sage, das war falsch, ich bin nur deshalb gestorben oder ich habe deshalb, das ist passiert, weil die haben einen Fehler gemacht und das ist alles deren Schuld. Dann gehen auch die Zuschauer automatisch natürlich haten. Das ist klar, wenn man das so darstellt. Aber sowas mache ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe ja direkt auch meine Meinung und meine Sicht erzählt, die die Leute natürlich auch nicht hören wollten, sondern einfach nur einen Kommentar da lassen wollten, warum ich denn so fett bin. Weiß ich. Nur mal als Hinweis, ich weiß es. So, und das hat mich einfach nur noch einmal aufgeregt, dass die Leute einfach null unsere Sichtweise außer unserer Zuschauer jetzt so verstehen wollten irgendwie. Ach man, ja ja, sorry, dass ich jetzt so in Rage war. Leute, in PvP-Projekten geht es darum, Leute zu töten. Es ist egal, wer es ist, es hätte wirklich jeder YouTuber sein können. Es war alles, aus meiner Sicht war es menschlich, was ich dann nachgemacht habe, das war meine Dummheit, das Lügen in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, ja, ich habe die hochgeladen, das ist einfach meine Dummheit gewesen. Aber das muss man halt einfach aus einer anderen Sichtweise betrachten, aus meiner oder aus der Sichtweise, in der man selber dann in dieser Situation wäre. So, danke nochmal fürs Zusehen. Danke an meine Zuschauer, die immer noch so nett und tolle Kommentare geschrieben haben. Auch an die Zuschauer von ConCrafter. Habt Spaß und beleidigt nicht grundlos Menschen. Das ist uncool. Das ist uncool. Ne? Es ist immer noch alles dafür da, damit Leute Spaß haben. Wir machen Videos, um Leute zu unterhalten. Ich mache keine Videos, damit Leute... um mich beleidigen zu lassen von irgendwelchen fremden Menschen. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe die Leute nicht.
Haten ist immer uncool, das sage ich auch oft. Und das wissen meine Zuschauer auch. Und egal, was für Situation ist, man geht nie haten. Und man wünscht vor allem nicht Leuten irgendwie den Tod an den Hals, was bei mir sehr oft geschrieben wurde. Und selbst im schlimmsten Ernstfall wünscht man sich das nicht. Sowas wie Krebs oder AIDS oder sonst was. Meine Oma ist jetzt letzte Woche an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Ging sehr schnell, sie war schon nach einer Woche, wo es diagnostiziert wurde, ist sie dann schon gestorben. Aber es ist eine andere Sache. Deswegen fällt das sehr uncool, dass Leute sowas geschrieben haben. Naja, bis dann. Ciao.